mich ist Polo eine Passion. Das ist nicht nur ein Sport oder ein Job. Snowpolo habe ich ins Leben gerufen, zusammen mit dem Hans-Peter Danuser 1985. Für mich ist das einfach die Erfüllung von einem riesen Traum. Meine Passion in meiner Heimat, in einer wunderschönen Kulisse und dann auf Schnee. Wir sind weltweit die erste Station gewesen, die das überhaupt gemacht hat. Und heute ist es ein Produkt, das eminent wichtig ist für St. Moritz. Es ist immer ein Erlebnis, auf den See zu kommen. Im Sommer gehen wir da fischen. Und jetzt kommen wir mit 200 Tonnen Konstruktion und mit dem Maserati auf den See. Es ist ein schönes Gefühl, aber ich fahre lieber auf der Straße. Ich bin Engadiner und bin alle Autos schon gefahren, die es gibt auf dieser Welt. Und der Maserati ist einfach speziell. Er ist nicht nur gut zum Fahren, sondern es ist auch ist ein sexy Auto. Maserati und bin Fan und begeistert von diesen Autos. Ich würde kein anderes mehr fahren. Sengadin, der gefrorene See, St. Moritz, der Maserati und Polo Ross. Und dann noch 25'000 Gäste, die glücklich sind. Dann ist es wunderschön.